Hallo, ich bin André Pohl, Vorsitzender vom Satellitenclub Rotary Osnabrück. Wir haben im letzten Jahr sehr gerne die Bahnhofsmesse unterstützt in Form einer Weihnachtsbude. Wir haben dort mit ca. 26 Freundinnen und Freunden des Rotary Clubs eine Menge Spaß gehabt, dabei den Bedürftigen zu unterstützen. Und wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder erfolgreich mitmachen können. Das Interessanteste und Spannendste für mich war, nicht durch den Bahnhof zu laufen und zu versuchen, den letzten Zug noch zu erwischen, sondern in der Bude zu stehen und sich mal da mit auseinanderzusetzen, was Bahnhofsmission macht, welche Menschen an den Stand kommen und wie der Tag am Bahnhof aussieht. Und das, was ich viel zu wenig mir überlegt habe, ist, was machen eigentlich die Personen, die in der Bahnhofsmission arbeiten und wer kommt zu ihnen? Da sind Schicksale dabei, das hat mich nicht losgelassen und ich möchte unbedingt wieder auch in diesem Jahr in der Bude stehen. Besonders beeindruckt hat mich eine ältere Dame, die zu uns an den Stand gekommen ist und dann mit Begeisterung Quittengelee gekauft hat. Das war sehr nett und die erzählte, dass sie jedes Jahr extra zum Weihnachtsmarkt nach Osnabrück kommt, um diese Quittengelee zu kaufen, weil sie was Gutes tut und weil es so schwierig ist, Quittengelee herzustellen und weil ihr das zu mühsam war, weil die Früchte so hart sind. Und ich habe ein nettes Gespräch mit ihr geführt und es fand ich nochmal sehr beeindruckend, wie viel Arbeit auch die Ehrenamtlichen, die nämlich diesen Quittengelee extra für die Weihnachtsmarktbude herstellen, überhaupt auch dort reinbringen. Wie viel Engagement sie für die Bahnhofsmission einsetzen, nicht nur in ihrer Freizeit während des Dienstes, sondern auch noch darüber hinaus in der Küche stehen und das gemeinsam herstellen. Ja, ich habe mehrmals auch Dienst in der Bude gemacht und mehrere Stunden und man merkt einfach, dass der Bahnhof insgesamt auch ein spannender Ort ist, wo sich viele Menschen treffen, wo viele Menschen vorbeigehen. Manche etwas bewusster, manche weniger bewusst. Es ist sehr spannend auch zu sehen, wie sich unterschiedliche Schichten dort auch treffen. Wir haben selber in der Bude sehr viele Gespräche geführt mit Menschen, die gerne und Gott sei Dank auch etwas gekauft haben für den guten Zweck, aber eben auch, wo Menschen nach Hilfe gesucht haben, einfach gefragt haben, wo ist die Bahnhofsmission, könnt ihr mir den und den Kontakt zeigen. Das war eine spannende Zeit und jederzeit gerne wieder. Also die Erfahrung, in der Bude zu stehen, man lernt den Bahnhof wirklich einfach mal von einer ganz anderen Seite kennen. Da 3 oder 4 Stunden den Bahnhofsplatz zu beobachten, was da alles an Volk hin und her läuft, ist schon spannend. Und dann haben wir einfach jedem eine Kerze angedreht. Die meisten haben dann einfach 5 € in die Dose reingesteckt. Auch gut. Gut, bei unserem Dienst in der Bude ist mir am meisten in Erinnerung geblieben, dass zuerst nämlich der Eierlikör sehr kritisch begutachtet worden ist und nachher wirklich fast ausverkauft war und jeder noch interessiert guckte und nachher ein bisschen was genommen hat und dann ist man ins Gespräch gekommen mit den Leuten und war sehr nett. Anschließend die gehäkelten Socken gingen dann auch sehr gut und waren wirklich fast weg und waren spannende Stunden dort. Ich habe 2-mal Dienst in der Bude gemacht mit einem Freund zusammen und das Verkaufen hat sehr viel Spaß gemacht. Man kann ein wenig sein Handelstalent testen und wir hatten eine spezielle Situation, wo eine offensichtlich obdachlose, hilfsbedürftige Person neben der Bude stand und die war sehr verwahrlost und wir haben dann der Bahnhofsmission Bescheid gesagt. Es ist relativ schnell jemand gekommen, der auch ganz herzlich sich gekümmert hat, aber die Dame wollte leider keine Hilfe annehmen. Sie hat ihr was zu essen angeboten und das sind eben auch Situationen, die man dort erlebt. Man bietet Hilfe an, aber leider wird sie nicht angenommen in diesem Fall. Ja, was war denn meine Geheimwaffe im Verkaufsstand der Bahnhofsmission? Ganz einfach, auf die Menschen zugehen. Raus aus der Bude, rein in den Verkehr und alle Menschen, egal ob jung und alt, ob schwarz, ob weiß, rein und an die Bude, die Menschen ansprechen, die netten Kerzen, die gemacht worden sind, zeigen und dann einfach verkaufen. Das den ganzen Tag, das macht richtig Spaß.